Ich bin fast wie jeder Ostasiate mit Animes aufgewachsen. Und wenn ihr schon länger meine Videos guckt, habt ihr wohl hin und wieder ein paar Anime-Referenzen entdeckt. Oder auch nicht. Wenn ihr keine Animes guckt, dann versteht ihr die auch nicht. Ergibt doch Sinn, oder? Ich meine, mein Bruder hat immer Naruto, One Piece und Bleach geguckt. Und manchmal habe ich zugesehen. Er hat auch immer sehr viele Openings gehört, was mich dazu gebracht hat, auch richtig gerne J-Pop und J-Rock zu hören. Naja. Wegen ihm wurde ich schon sehr vertraut mit Animes. Und dann fing irgendwann an, auf RTL 2 Pokito zu laufen. Viele von euch werden wohl nicht wissen, was Pokito ist. Und weil ich es euch nicht erklären will, weil ich mich sonst alt fühle, werde ich euch einfach hier eine Wikipedia-Seite zeigen. Ebenfalls, als Pokito angefangen hat, wurde ich immer mehr zum Anime-Fan. Ich habe mich nach der Schule immer richtig beeilt, um nach Hause zu kommen, um meine Animes zu gucken bis 18 Uhr. Nachdem Pokito aber aufgehört hat, habe ich auch aufgehört, Animes regelmäßig zu gucken. Denn ich wurde auch zu cool dafür. Oder besser gesagt, es wurde mir einfach peinlich, etwas mit Animes zu tun zu haben. Es war in der 7. Klasse. Ich wollte cool und wie jeder andere Junge in meiner Klasse sein. Es war schon schwierig für mich, weil ich der einzige Asiate war. Und ich wollte es nicht noch schwieriger machen, indem ich sage, dass ich Animes gucke und nur Opening-Songs höre. Und wenn ihr gerade diese Zeit durchgeht, Kids, versucht nicht cool zu sein. Bleibt euch selber treu und seid einfach stolz auf euch, wie ihr seid. Es kann euch egal sein, was andere von euch denken. Denn in 10 Jahren werdet ihr zurückblicken und euch selber schämen, wie ihr in der Schulzeit wart. Mit 14, 15 habe ich wieder angefangen, aktive Animes zu gucken. Und natürlich ist es für mich nicht mehr peinlich. Ich bin älter und reifer geworden. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Animes über die Zeit immer mehr Mainstream geworden ist. Ich kann euch heute mit Stolz sagen, dass ich ein Weeb bin. Zwar würde ich trotzdem nicht mit viel Anime-Merch in der Öffentlichkeit rumlaufen, aber ich kann euch stolz sagen, dass ich Animes gucke und Mangas lese. Ich war zwar noch nicht auf vielen Anime-Cons, aber ich bin eigentlich sehr gerne. Zwar kaufe ich nichts, obwohl ich gerne ein Sammler wäre, oder Cosplayer, obwohl ich sehr gerne auch mal cosplayen würde, bin ich da gerne, um die Sachen anzugucken, die ich niemals kaufen werde, weil es mir zu teuer ist. Ich würde sagen, dass Anime schon ziemlich viel meinen Charakter geformt hat. Es hat mir viel beigebracht und ist wohl ein großer Punkt, warum ich mit Animation gestartet habe. Immer wenn ich sowas lese wie "Du bist wie ein Anime-Charakter", muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Es stimmt zwar nicht wirklich, aber ich denke mir immer, das wollte ich schon immer sein. Ich wette, viele von euch werden jetzt fragen, was mein Lieblingsanime ist. Und ich werde euch sagen, Curry in the House. Lieblingsanime ändert sich immer wieder, weil auch mein Geschmack sich immer ändert. Ich bin über die Zeit ziemlich picky geworden mit Animes. Was ich wohl vor 5 Jahren gucken konnte, würde ich heute nicht mehr anfassen. Außerdem lese ich in der letzten Zeit mehr Mangas, als ich Animes gucke. Was ist dein Lieblingsma... Was ist das? Dein Ansehen. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like, lasst ein Abo da und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was eure Lieblingsanimes sind. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber wenn ich gerade diese Audioaufnahme mache, bin ich ein bisschen krank. Ich hoffe, ihr hört keinen Unterschied. Und ich wünschte, ich könnte längere Videos machen, die 5 bis 6 Minuten gehen, aber letzte Zeit habe ich nicht so viel Zeit und deswegen sind das jetzt so 3, 2, 3, 4 Minuten. Aber in der Zukunft werden wieder längere Videos kommen und ich hoffe, ihr werdet die angucken. Und ich hoffe, die gefallen euch. Ja, bis nächste Woche.